Hallo und herzlich willkommen in der Plantage. Also noch nicht, aber ich gehe gerade rein. Haben wir Glück gehabt. Frau und ich sind gerade unterwegs, zurück von der Exkursion. Also meinerseits. Und Frau ist dankenswerterweise mitgekommen. Und weil Frau mitgekommen ist, musste ich nicht Auto fahren. Und weil ich nicht Auto fahren musste, hatte ich Zeit, aus dem Fenster zu gucken. Und als ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich entdeckt, wo ich jetzt hier gerade drin stehe. Und das freut mich sehr. Ich wollte euch schon immer mal in eine richtige mitnehmen. Ich habe bei mir daheim nirgendwo welche. Das hier ist eine Kurzumtriebsplantage. Eine... Ja, Wald möchte ich es nicht nennen, das ist falsch, das ist kein Wald. Aber eine sehr effiziente Form der nachhaltigen Bereitstellung von Holz ist bei vielen Forstwissenschaftlern durchaus eher umstritten, weil ja, es ist halt eben auch kein Forst, es ist irgendwas dazwischen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, befinden sich die Bäume hier wunderbar in Pflanzreihen. Das kann man auch, gerade wenn man in die Richtung guckt, ganz gut sehen. Gewisse Verzerrungen am Bildschirmrand bitte ich zu entschuldigen. Das ist eben der Technik geschuldet, die ich hier verwende. Ich hoffe, einigermaßen zu verstehen zu sein. Leider befindet sich dieses Beispiel für Kurzumtriebplantage neben der A45. Und ja, das sorgt jetzt nicht unbedingt gerade für den besten Ton. Ich habe keinen Hut auf. Das liegt daran, dass der super nass ist. Und ich werde krank, wenn ich den ganzen Tag mit einem klatschnassen Hut rumlaufe. Dafür ist es zu kalt. Drum habe ich eine Mütze auf. Ja, und meine Gesundheit ist dann, glaube ich, doch wichtiger, als dass ich zwingend unbedingt einen Hut auf habe. So, also, ja, Kurzumtriebsplantage. Gehen wir noch einfach ein paar Schritte rein. Ist eine, ja, reine Plantage bedeutet, hier steht nur eine Pflanzenart rum. Im konkreten Fall, in den meisten Fällen von Kurzumtriebsplantagen, nicht mal nur eine Pflanzenart, sondern sogar nur ein Pflanzenklon. Ja, Individuum kann man nicht schon irgendwie sagen. Jeder einzelne Stamm hier hat schon seine eigene Wurzel und seine eigene minimalst abweichende DNA, weil auch Klone natürlich einer gewissen Mutation unterliegen, wenn man sie vermehrt. Aber im Großen und Ganzen ist das hier alles ein Klon, ein und derselben Pappel, was wir hier sehen können. Ja, und das darf man jetzt durchaus nicht besonders hübsch finden. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, Kurzumtriebsplantagen ästhetisch schön zu finden, wirklich nicht. Darum soll es ja aber auch überhaupt nicht gehen. Der große Vorteil, den die Kurzumtriebsplantage gegenüber dem klassischen Wald hat, ich muss hier gerade kurz eine Hirschlausfliege loswerden, so, weg ist sie, ist der, dass hier erheblich schneller Biomasse produziert, da ist die nächste Hirschlausfliege, werden kann, als das in einem regulären Wald tatsächlich möglich wäre. Und das kann durchaus außerordentlich nützlich sein, weil man mit mehr Kurzumtriebsplantage die reguläre Waldfläche, also Wald, der auch einen Erholungsnutzen hat, der auch für Tiere ein Rückzugsraum ist, der auch ökologisch wertvoll ist, den kann man erheblich mehr schonen und man könnte ihn weniger und weniger intensiv bewirtschaften, wenn man als Ausgleich mehr Kupp zur Verfügung hätte. Ja. Das ist der wesentliche Knackpunkt, wofür so eine Kupp-Kurzumtriebsplantage möglicherweise gut sein könnte, auch für eine nachhaltige und eine umweltbewusstere Zukunft, obwohl das im ersten Moment, wenn man nicht groß drüber nachdenkt oder monokausal denkt, ist das hier ja erstmal ein furchtbar, furchtbar schlimmes Gedöns, weil, ja, wie kann man nur so auf Artenvielfalt verzichten? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, was würde hier denn alternativ stehen? Ein bunter Mischwald mit gigantischer Artenvielfalt und uralten Bäumen? Nö, sondern eine Kuhweide. Ja? Kurzumtriebsplantagen sind Landwirtschaft. Das ist noch nicht mal Forstwirtschaft juristisch gesehen. Da kann man sich natürlich streiten, ob das Sinn ergibt. Wegen mir darf man es auch gerne bei der Forstwirtschaft einordnen. Das ist vollkommen egal. Aber juristisch gesehen, momentan zählen die als landwirtschaftliche Flächen. Und das bedeutet, wir haben hier auch einen landwirtschaftlichen Boden. Heißt, wenn ich jetzt ein Loch graben würde, was ich nicht tue, aber ein bisschen zur Seite schachen kann ich. Und dann seht ihr, hier kommt ein sofort wahnsinnig dunkler, schwarzer Oberboden zum Vorschein. Ja, ich hoffe, den könnt ihr gerade sehen. Und das
ist schon ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass wir es hier mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche zu tun haben. Für Wald wäre dieser Boden hier viel zu fruchtbar für einen regulären Wald. Das braucht ein regulärer Wald auch nicht, einen so fruchtbaren Boden. Eine Kupp hingegen schon. Das ist ein bisschen der Haken. Ja, also man kann Wald auf vielen unfruchtbaren Böden zulassen, aber eine Kurzumtriebsplantage eben nicht mehr. Die braucht wirklich einen Ackerboden in Anführungszeichen. Die Qualität des Ackerbodens muss jetzt nicht super sein, da reicht ein eher schlechter Ackerboden, aber Ackerboden muss es schon sein. Ja? Drunter geht nicht. Warum? Wie funktioniert das Ganze? Was ist hier die Funktionsweise dieser Plantage? Also, wie ihr schon gesehen habt, haben wir hier Pappelklone in Reihe und Glied. Dass die in Reihe und Glied stehen, liegt daran, dass sie in Reihe und Glied gepflanzt worden sind, weil das schneller geht, weil das einfacher geht, weil man hier auch ein Stück weit maschinell pflanzen kann. Pappeln, ja, pflanzen ist fast schon das falsche Wort, gesteckt sind die geworden. Nämlich die Pappel ist ein wahnsinnig ausschlagekräftiger Baum. Das heißt, die sind unglaublich gut darin, wenn man sie abschneidet, wieder auszutreiben. Das heißt, man kann sie auch vermehren, indem man hier irgendein Ästchen abschneidet oder den Wipfeltrieb, ein Stück vom Wipfeltrieb, irgend sowas in die Richtung. Diesen, vor allen Dingen wichtig, richtig rum. Nicht die Spitze nach unten, sondern die Spitze nach oben. Einfach in den Boden steckt und wartet, bis das Ganze austreibt. Also im Grunde kann man einen solchen Pappelplantage, wie wir sie hier sehen, begründen, indem man, keine Ahnung, 10.000 kleine Pappelhölzchen, so diese Länge ungefähr, vielleicht ein Hauch länger, ungefähr so dick, Stecklinge genannt, die steckt man einfach in den Boden. Flop, 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 flop. Und das, da lässt sich entweder wirklich vollständig maschinell machen, indem man eine Flop-Flop-Flop-Maschine hat, mit der man hier langfährt, Flop-Flop-Flop-Flop-Flop-Flop-Flop und schon ist die ganze Reihe Pappeln gepflanzt, in Anführungszeichen. Ja, man muss nicht mal ein Loch machen, man muss die wirklich einfach nur in den Boden stecken, das ist alles. Oder man nimmt ein kleines Wägelchen, in dem man drin liegen kann, also sprich, man liegt einfach auf dem Bauch in dem Wägelchen. Und das Wägelchen fährt dann hier lang und du hast vor dir eine Öffnung, wo du eben mit dem Oberkörper quasi auf den Boden gucken kannst und hast neben deinem Arm, vor deinem Kopf irgendwo ein Säcklein mit Stecklingen und das Ding fährt ganz langsam und du machst jeden Meter flop, flop, flop. Das ist dann so die halbmaschinelle Variante. Nur einfach um zwei Möglichkeiten mal genannt zu haben. Da gibt es sicher noch andere Optionen. Man kann natürlich auch ganz händisch hier einfach mit einem Sack Stecklinge durchlaufen und sich halt bücken und flop machen. Geht auch. Ist halt für den Rücken dann nicht ganz so schön. Ja, also es ist super einfach und billig, eine Kurzumtriebsplantage anzulegen. Die Stecklinge selber lassen sich quasi in beliebiger Menge aus Pappelplantagen, aus Klonzuchtplantagen sozusagen, also die dann nicht zur späteren Biomassenutzung gedacht sind, sondern eben um die richtigen Klone hervorzubringen, die man für eine Kurzumtriebsplantage braucht, lassen die sich wirklich in beliebiger Stückzahl sehr schnell produzieren und schwuppdiwupp, du hast einen Acker, du weißt nicht, was du mit dem Acker machen sollst, dann steck dir doch ein paar Pappeln. Ja? Warum nicht? Bevor du gar nichts mit deinem Acker machst oder sagst, oh, weiß nicht, da kann jetzt was weiß ich was wachsen, ist mal egal, dann ist das wirklich eine sehr, sehr lukrative Angelegenheit und es ist wirklich günstig, eine Kupp aufzuforsten. Je nachdem, wie groß die ist, irgendwann wird es natürlich auch teuer, aber dann ist sie auch riesig und potenziell ertragsreich. So, und jetzt neigt so eine Pappel, nachdem man sie gesteckt hat, dazu eben in Rekordzeit ziemlich groß zu werden. Ungefähr so wie jetzt. Ja, ich würde sagen, die sind kurz vor Erntezeitpunkt. Kann man sich überlegen, wann man und was man überhaupt produzieren möchte und mit welcher Erntetechnik man arbeiten möchte. Das ist jetzt auch ganz entscheidend. Angenommen, man arbeitet hier mit relativ dicken Pappeln. Die hier zum Beispiel, die ist schon fast schon grenzwertig, fast schon zu dick für das, was ich gewohnt bin. Das heißt jetzt aber nicht, dass das falsch ist. Ich will dem Besitzer dieser Kupp überhaupt nichts vorschreiben. Der kennt sich damit wahrscheinlich besser aus als ich. Für mich ist das nur so ein, oh, endlich sehe ich mal eine in real life, so in etwa. Und kann mal das, was ich dazu gelesen und Bücherwissen angehäuft habe, mal ein bisschen zum Besten geben. Ne? Wer das Ding hier wirklich betreibt und die ist groß genug, dass da jemand offensichtlich weiß, was er tut, sonst hätte er nicht so viel Geld investiert,
Ja, das ist dann natürlich nochmal was anderes, ja. Aber wenn man wirklich mit dicken Pappeln arbeitet, nochmal die da hinten zum Beispiel, die sind ein bisschen dicker, schneller dick geworden als andere. Manche sind auch sehr viel dünner. Gerade guckt euch doch hier einfach mal ein bisschen um. Es gibt schon einen dicken Unterschied, aber halt auch keinen furchtbar krassen. Die sind alle gleich alt, alle, wie gesagt, genetisch gleich, alles Klone voneinander. Und die kann man jetzt wahlweise noch dicker werden lassen und dann regulär mit der Motorsäge umschneiden. Man kann sie noch dicker werden und dann hier mit dem Harvester durchfahren. Das ist auch nicht so schlimm, weil Bodenverdichtung spielt in der Kupp keine große Rolle. Die Bodenverdichtung erzeugt man vielleicht schon, aber da die Pappeln ja nicht riesengroß werden sollen, also die sind jetzt schon ordentlich, aber die brauchen auch nicht super riesig zu werden. Sie sollen auch nicht lange halten. Und lange halten im Sinne von lange stehen bleiben. Und dann kann man die eben einfach mit der großen Maschine mähäckseln. Der Gehölzmähäcksler wäre jetzt so das Gerät, mit dem man üblicherweise hier einfach durchfährt. Also in der Richtung, in der ich laufe, in Richtung Pflanzreihe sozusagen, fährt dann hier der Mähhäcksler durch. Ich bin jetzt mal der Mähhäcksler. Brumm, 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 ratsch. Brumm, 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 ratsch. Brumm und so weiter. Und ja, der mäht die einfach, das ist wie ein Mähdrescher für Gehölze. Einfach ein Mähdrescher mit massiveren Klingen, jeder kennt einen Mähdrescher, der dann halt eben das Zeug direkt häckselt, was er gerade abgemäht hat, mit der massiven Mähdrescherklinge und dann die Hackschnitzel, die aus dieser Pappel resultieren, einfach hinten in sein Vorratsgefäß reinschmeißt. Und wenn er dann mit schönen dicken fetten Ballonreifen hier über den Boden drüber fährt, ist das überhaupt kein Problem. Die Pappel selbst, die abgeschnittene Pappel unten, die treibt wieder aus und dann hat man je nach Variante, was für eine Form von Kupp, also Kurzumtriebplantage man fährt, hat man dann irgendwas zwischen 5 und 20 Jahren hier wieder große Bäume stehen, je nachdem wann und wie man so umschneiden möchte, je nachdem was für ein Klon, das ist alles Detailfragen, ist nicht so wichtig, aber in vergleichsweise kurzer Zeit steht hier dann wieder ein Wald, ein Energiewald nennt man das auch. Das Einzige, was du hier draus machen kannst, ist quasi Heizmaterial. Ja? Heizmaterial, das sich natürlich auch zur Stromgewinnung eignet, dass man mit heißem Wasser kriegst, der ja bekanntermaßen auch eine Turbine angetrieben und so weiter und so weiter. Aber ja, das ist die wesentliche Funktion. Und nochmal, wir häckseln jetzt also unsere Pappeln hier ab. Also nicht unsere Pappeln, sondern die vom Besitzer. Gedanklich. Und haben einen Haufen Hackschnitzel und das Einzige, was wir dann tun müssen, ist nochmal 8 Jahre warten. Dann treibt die hier ganz von alleine wieder aus. Da muss man nichts machen. Null Pflegeeingriffe, im besten Fall natürlich. Und dann stehen hier wieder Pappeln, genauso hoch wie vorher. Ja, das geht wirklich sehr, 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 sehr flott. Die sind höchstens 10. Höchstens. Kann ich mir nicht vorstellen. Außer es ist ganz was schief gegangen. Aber kann mir nicht vorstellen, dass die nennenswert Alter erst 10 sind, die hier rumstehen. Und ja, dann häckselt man sie wieder um. Und dann wartet man wieder ein paar Jahre und dann häckselt man sie wieder um. Irgendwann ist dann das Austriebsvermögen unserer Pappelklone, die wir gesteckt haben, zu Ende. Dann kann man hingehen und mit einem Gruber oder mit anderen Grabgerät oder zur Not mit dem Bagger oder einfach man wartet ein paar Jahre, bis die Pappelstöcke, also die Wurzeln, dann quasi gestorben sind und gräbt die dann einfach unter, pflügt das Ganze hier mit einem massiven Pflug einfach ein und ein Stück weit der Nährstoffe, was in den Wurzeln drinsteckt, landet wieder im Boden. Das wäre also durchaus eine etwas nachhaltige Variante und dann kann man neue Stecklinge stecken, zack, 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 zack. Und wenn man das Ganze gepflügt hat, ist es ja auch egal, also egal nicht, aber ziemlich unwichtig, dass man vorher den Boden etwas verdichtet hat. Das ist also anders als im Wald, wo man eine Bodenverdichtung nie wieder rückgängig machen kann, gefühlt, ist das hier auf der ohnehin nicht natürlicher Boden, sondern Agrarboden, immer mal wieder gepflügt worden in den letzten paar tausend Jahren. Das ist sowieso schon egal. Ja? Also man kann hier quasi nichts kaputt machen. Die Menge an Dünger, die so ein Wald braucht, und das ist jetzt der Knackpunkt, also Wald ist es natürlich nicht nochmal, ne? Aber die Menge an Dünger, die hier benötigt wird, ist verschwindend gering, aber ja, es wird Dünger benötigt. Das ist also kein Wald in dem Sinn, dass der komplett ohne Dünger auskommt und allenfalls vielleicht mal einen Haufen ein bisschen Kalk braucht oder man zumindest der Meinung sein könnte, dass er hin und wieder mal ein bisschen Kalk braucht. Aber Düngung ist hier wirklich überhaupt nicht erforderlich im Wald. Und hier eben schon. Ja, das ist der Knackpunkt. Allerdings auch nur
ja quasi alle paar Rotationen. Also wenn man zum Beispiel die Stecklinge austauscht, dass man neue Stecklinge ausbringt und die alten Wurzelstöcke, wie gesagt, entweder unterpflügt oder rausreißt, das geht auch. Dass man also als letzte Biomasse-Nutzung die Wurzelstöcke sogar noch nutzt und die dann auch noch häckselt und aus den Wurzelstöcken dann halt auch nochmal Hackschnitzel macht und so weiter und so weiter. Ja. Ist also eine sehr effiziente Sache im Bereich der Biomassebereitstellung. Wie viel gibt es in so einer Kurzumtriebsplantage? Wie viel Produktivität hat die? Wie viel Tonnen Trockenbiomasse pro Hektar liefert die? Ja, und ich meine, da Zahlen im Kopf zu haben. Ich schreibe euch aber nochmal unten hin, was die aktuellen sind. Ich habe das jetzt nicht nochmal extra recherchiert, das ist ein ganz spontanes Video. Aber um die 20 bis theoretisch habe ich das mal gehört, dass es das geben soll, aber da muss man ganz vorsichtig sein, 40 Tonnen pro Hektar und Jahr Trockenmasse. Und das, also 40 Tonnen wäre schon krass, 20, ich denke, das ist erreichbar. Ja? Und nochmal, Originalzahlen, also richtige neu recherchierte Zahlen hier unten irgendwo, könnt ihr die nachlesen. Das wäre ziemlich super in Anbetracht des super geringen Aufwands, den man mit der Pflege einer solchen Kurzumtriebsplantage hat und könnte eben uns jede Menge verheizbare Biomasse auf vergleichsweise wenig Fläche bei minimalen Kosten, also günstige verheizbare Biomasse, made in Germany, bereitstellen, um, und das ist jetzt der Knackpunkt, wo der ökologische Mehrwert einer solchen eigentlich ökologischen Katastrophe liegt, man braucht nur wenig dieser ökologischen Schrottfläche, um viel Biomasse zu erzeugen. Und wenn man viel Biomasse auf wenig Schrottfläche erzeugt, Schrott in Anführungszeichen, ne, dann kann man den Wald nebendran auch viel weniger intensiv bewirtschaften und hat trotzdem denselben Ressourcenausput durch mehr Fläche mit weniger Effizienz und dafür mehr Natur sozusagen und wenig Fläche dafür dann mit gigantischer Effizienz und keiner Natur. Ja, so weit müssen wir wirklich gehen. Hier gibt es keine Natur. Wobei das auch nicht ganz richtig ist. Eine Kurzumtriebsplantage aus Pappelklonen hat immer noch ein bisschen mehr Biodiversität als ein Maisacker beispielsweise. Ne? Also ein reiner Maisacker ohne irgendwelche zusätzlichen Enrichments, Blühstreifen nebendran und solche Sachen. Ne? Aber da spricht auch nichts dagegen, in einer Kurzumtriebsplantage oder neben einer Kurzumtriebsplantage auch einen Grünstreifen anzulegen, einen Blühstreifen anzulegen, was weiß ich. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, also das ist aus meiner Sicht, ich bin ein Fan von Kups, wo freue ich mich jetzt eine gefunden zu haben, ist das durchaus eine Überlegung wert. Man muss ja nicht alle Sachen, die der Wald leisten soll, Erholungsraum, Wildnisgebiet für Leute, die nach Wildnis suchen, Wirtschaftsraum, Rückzugsort für Tiere, Naturschutzparadies und gleichzeitig noch Actionpiste für meinetwegen den Downhill-Mountainbiker, der abseits der Wege irgendwo die Wälder runterbreckert. Oder noch schlimmer, den Motorradfahrer, der das Gleiche macht. Ja, das alles unter einen Hut zu bringen, auf derselben Fläche, das wird schwierig. Und das wird in der Zukunft noch schwieriger werden, weil immer mehr Ansprüche an den Wald gestellt werden. Und gerade da die Produktivität eben nun mal nicht egal ist, aber die Naturschutzfunktion eben trotzdem immer wichtiger ist und immer wichtiger werden wird, hoffentlich, wäre es wirklich meiner Meinung nach eine gute Lösung, dass der Wald nicht unendlich Ressourcen bei gleichzeitig hoher ökologischer Wertigkeit liefern kann, indem wir einfach die Ressourcenproduktion ein Stück weit outsourcen. So, jetzt haben wir nicht unendlich Fläche, die so Kurzumtriebsplantage taugt. Sie ist ein Stück weit auch in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion, weil ein Acker, der potenziell als Nahrungsmittelproduktionsacker taugt und als Kurzumtriebsplantagenacker, ja, wenn du hier Holz pflanzt, dann hast du hier halt keine Kartoffeln zum Beispiel. Ja, und das ist ein Stück weit ein Konflikt und mag bei der Überpopulation, die wir ja eh schon haben, für uns, also Homo sapiens, mag das ein Thema sein, dass man irgendwann wieder mehr Fläche braucht, wo man eben Landwirtschaft betreiben muss, um uns alle satt zu bekommen. Und dass wir dann wertvolle landwirtschaftliche Fläche für Holzproduktion verwenden, obwohl Holz theoretisch und praktisch auch auf erheblich weniger fruchtbaren Böden wächst, nicht so schnell allerdings,
könnte zu Konflikten führen. Ja, das sind potenziell noch nicht ganz geklärte Fragen der Kurzumtriebsplantage, die wir auf jeden Fall noch stellen müssen, wo wir noch nach Lösungsansätzen suchen müssen. Letzten Endes ist es immer ein Kompromiss, wie viel der potenziellen Kupffläche nutzen wir für Kupp, wie viel nutzen wir für Mais, weil Mais halt eben auch anders auch eine Menge Biomasse produzieren kann und die wiederum kann man zu Biogas verarbeiten und Biogas könnte man dann beispielsweise in einer Zukunft, in der wir tatsächlich weitgehend von regenerativen Energien leben, sprich Windkraft, Photovoltaik als Technologien nutzen, größtenteils und dann aber halt eben noch was bevorraten müssen, ein paar Gaskraftwerke noch in Deutschland rumstehen haben und oder Biomasseheizkraftwerke in Deutschland rumstehen haben müssen, also wahrscheinlich sowieso beides, aber der Treibstoff für die beiden letztgenannten Gas- und Biomasseheizkraftwerk, das muss halt dann auch irgendwie nachhaltig, im besten Fall, in einer perfekten Welt, in einer Zukunft, die vielleicht nicht sehr realistisch ist, aber die man sich zumindest wünschen kann, müsste das dann halt auch aus nachhaltigen Quellen stammen. Und für die Biomasseheizkraftwerke ist das definitiv eine nachhaltige Quelle und könnte, wenn man genügend Hackschnitzel aus solchen Kupps vorrätig hat, in großen Silos gelagert, das ist nicht weiter schwierig, da braucht man nichts weiter für tun, außer ein Dach drüber machen, mehr oder weniger, für eine gewisse Luftzirkulation sorgen und dann ist das Problem gelöst, dann kann man das wirklich recht lange lagern und dann verheizen, wenn halt mal weder Wind geht, noch die Sonne scheint und das über einen langen Zeitraum. Und damit dann halt eben zumindest einen gewissen Energiebedarf zum Beispiel von Deutschland bereitstellen zu können. Wie gesagt, das funktioniert auch mit Mais. Da man Mais ja zu Gas verarbeiten, vergären kann und das Gas dann auch relativ einfach speichern kann. Ein Gasspeicher ist im Grunde ein großer Ring aus Beton. Da klebst du eine Plastikfolie drüber, pumpst da Gas rein, dann bläht sich die Plastikfolie auf und dann hast du so einen Halbkreis in einem Betonring und kannst da sehr lange sehr viel Biogas letzten Endes speichern. Ist auch nur Methan, irgendeine Variante von Methan meistens. Könnte theoretisch auch Butan, erlassen wir das. Ja, jedenfalls darauf läuft es hinaus. Und ob jetzt die Kurzumtriebsplantage endgültig mehr oder nachhaltiger oder besser verheizbares Material für eine mögliche Dunkelflaute bindet, oder dann doch vielleicht der Maisacker, weil man aus Mais wirklich ziemlich viel, vergleichsweise viel, Biogas generieren kann, da muss man sich natürlich kloppen. Ja? Und das Gaskraftwerk als solches ist ein bisschen flexibler als eine Biomasse-Heizkraftanlage, allerdings Heizkraftwerk so rum. Allerdings geht das auch schnell. Ne? Ein Feuerchen im Kamin machen geht ja auch nicht 15 Stunden, sondern das hast du in einer halben Stunde erledigt. Und auch ein Biomasse-Heizkraftwerk kann sehr schnell hochfahren. Ne? Also nicht ganz so flott wie eine Gasturbine, aber doch auch sehr schnell. Und das wäre also durchaus was, worüber man nachdenken müsste. Ich bin also ein Fan. Da tut sich einiges in der Forschung. Da gibt es viele spannende Publikationen zu. Und an der Stelle bin ich jetzt raus, weil ich den aktuellen Forschungsstand tatsächlich nicht auswendig weiß. Ja. Aber für einen kleinen Einblick und ein paar Bilder in so einem Ding hat das jetzt hoffentlich mal gereicht. So sehen die aus und ja, besonders hässlich, muss ich sagen, finde ich das jetzt nicht. Es ist natürlich auch weit weg von schön, klar. Und wir haben jetzt gerade Herbst mit dem gelben Laub am Boden, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Apropos Pappelklon, sage ich die ganze Zeit. Was denn für eine Pappel? Eine Variante von Schwarzpappel ist es meistens. Ja. Man überlegt übrigens auch, ob man Kurzumtriebsplantagen auch mit Robinie machen kann. Robinie hätte den Vorteil, dass man dann auch theoretisch Stammholz erzielen könnte, dass die hier also nicht komplett geschreddert, sondern regulär gefällt werden und man dann Balken, Bretter oder Ähnliches draus macht, den Baum natürlich noch etwas länger werden lässt. Das wäre dann nochmal eine andere Möglichkeit, dass wir auch einen Teil unseres Bedarfs an Bauholz, Konstruktionsholz, auch aus einer Plantage ziehen können. Was nochmal natürlich die Produktionsweise und Produktionsgeschwindigkeit und Effizienz von Baumaterial erheblich erhöhen würde. Und wenn man das dann überall statt was anderem verbaut, wäre auch durchaus eine große CO2-Speicherung zu erreichen. CO2-Speicherung bringt das hier nicht.
es ist auch nicht schlimm, es kommt auch kein zusätzliches CO2 im Sinne von etwas, was noch nie drin gewesen ist oder seit 300 Millionen Jahren nicht mehr drin gewesen ist, CO2 in die Atmosphäre, wie wenn wir fossile Energieträger verbrennen. Aber es speichert auch nichts Zusätzliches. Es ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ungefähr, nicht 100%, aber 97% CO2-neutral. Ja, also es macht es nicht schlimmer, aber auch nicht besser. So. Und ja, also ihr habt, glaube ich, rausgehört, ich bin ein Fan. Wenn ihr keiner seid, dann haut mir Argumente um die Ohren und überzeugt mich vom Gegenteil. Freue ich mich sehr, weil ich bin auch kein Experte. Also schon Experte, aber nicht der Experte auf dem Gebiet. Und falls ihr der zufällig seid, dann, wie gesagt, bitte gerne her damit. Ich bedanke mich. Nächstes Mal wieder mit Hut, hoffe ich. Und ansonsten macht's gut. Tschüss.